Die Branche befindet sich im Umbruch und ich denke, das sieht man auch im Online-Buchhandelsbereich, die einfach jetzt Möglichkeiten finden müssen, sich gegen einen so starken Player wie Amazon zu positionieren und versuchen herauszufinden, wo sind die Hebel, an denen sie anknüpfen können. Also ist der Hebel tatsächlich die Verknüpfung von stationär mit online oder hat man nicht auch Online-Potenziale, die man für sich nutzen kann? Meine drei Tipps für den Buchhandel, das wäre im Prinzip, sich sehr genau auf den Online-Markt anzugucken. Also nicht nur zu gucken, verzahnen stationär und online gut, sondern habe ich nicht auch Potenziale, die ich online nutzen kann. Ich bin immer ein Freund, sich auf die ungenutzten Potenziale zu achten und einfach zu sehen. Wir haben ja ein paar Probleme auch online. Wir haben eine riesige Flut an Publikationen. Es kommen die E-Books dazu, es kommt Self-Publishing dazu. Das heißt, die Orientierungsfunktion, die Vorauswahl, Beratung und alles, was damit zusammenhängt, sind sicherlich drei große Themenblöcke, auf die man sich konzentrieren kann und eben überlegen, ob man jenseits des Sortiments anzubieten auch noch weitere Services, Funktionen erfüllen kann dem Kunden gegenüber. Ich glaube, das Wichtigste aus Handelssicht ist, seine Rolle als Händler nicht zu verlieren. Und das ist für mich weniger eine Beratungskompetenz, die spielt rein, aber eine Orientierungskompetenz und eine Komponente. Und ich glaube, darauf muss man sehr großen Fokus legen, weil sonst kann es sein, dass man überflüssig wird. Dann wird jetzt jemand, man ist immer so unscheinbar, ein Transaktionsabwickler, der einfach gar nichts bietet, sondern einfach nur die Grundleistung sehr gut und bequem anbietet, wird der eine größere Rolle übernehmen. Das heißt, wenn der Fokus sollte wirklich stark auf der Orientierungskompetenz liegen.